Viele industrielle Prozesse sind heutzutage automatisiert. Hier werden unter anderem Fließbänder für die Beförderung von Produkten eingesetzt. Dabei soll in den meisten Fällen jedes befindliche Objekt erkannt werden. Sensoren begleiten uns jedoch auch im Alltag. Sie verhelfen uns zum Beispiel zu Komfort. Ein kleines Beispiel: der Regensensor am Auto. Je fester es regnet, desto schneller wedelt der Scheibenwischer. Es gibt jedoch Sensoren, die genau dann nicht mehr funktionieren, wenn Nebel oder Tropfen vor der Linse sind. Warum? Die Funktionsweise der Linse oder des Frontglases werden von dem Wasser oder Partikeln beeinflusst. Man kann sich das ganz einfach vorstellen. Genau der Effekt, der den Regensensor beim Auto aktiviert, deaktiviert einen normalen Sensor. Das Licht wird durch die Tropfen gestreut. Das Unternehmen, in dem die Untersuchungen von Klaus Epple im Rahmen seiner Master-Thesis durchgeführt wurden, bietet seit geraumer Zeit verschiedene Lösungen für diverse Applikationen an. Gerade optische Sensoren bieten durch Reichweiten von bis zu mehreren Metern Vorteile im Vergleich zu kapazitiven und induktiven Sensoren mit Reichweiten von wenigen Millimetern. Jedoch reagieren diese sehr empfindlich auf Verschmutzungen durch Fremdkörper wie Staub oder Wassertropfen auf der Frontscheibe und in der Umgebung vor dem Sensor. Diesem Problem hat sich Klaus Epple in seiner Masterarbeit angenommen. Ziel der Arbeit war es, Einflüsse von Tropfen auf und vor der Frontscheibe eines optischen Sensors sowohl in Transmission als auch in Reflexion mittels Simulation und Messung zu bewerten. Mit einem durchdachten Messaufbau haben wir die Zerstreuung eines Sensorstrahls im Nebel simuliert und aufgezeichnet. Dies hilft uns, die Sensoren zu verbessern, um dieser Problematik entgegenzuwirken. Mit dem Messverfahren ist nun die Grundlage geschaffen, Sensoren zu entwickeln, die unabhängig von externen Einflüssen weiterhin präzise arbeiten können.